Hallo. Wir befinden uns gerade an Fort Vaux. Das ist quasi so ähnlich wie das Fort Duamont, wo wir gehabt haben. Aber ich glaube nicht ganz so groß, würde ich sagen. Aber man kann sich auch täuschen. Schauen wir mal, ja. Man weiß nicht, wie tief das im Berg drin ist. Dann begleitet uns einfach. Sag mal ja. Einfilmen. Voilà. So, hallo nochmal. Die Maggie und der Andi. Ja, den sehe ich Lichtbrenner. Wir sind jetzt hier drin. Ich bin ein bisschen leise. Ich weiß nicht, ob man hier filmen darf. Ich habe noch nichts gesehen, dass das nicht darf. Könnte man auch was packen? Vielleicht mit dem Handy ein paar Bilder machen, ich weiß nicht. Weil EVPs kannst du hier eh vergessen, weil es sind so viele Leute jetzt hier drin.
Ja, irgendwo Kinder. Wo ist noch alte Briefe? Ja. Ja, gut, das war das Libre schon. Gut, hier sind sie auch so in der Kunst, na, wie in dem anderen. Ja. Ah, da haben die damals schon vorgesagt, oder? Ja. Die Isomat auf die Bretter schmeißen. Das spielt ja gut drauf. Ja. Ich glaube, die sind aber anders von 1920, so wie die aussehen. Das sind noch die Originale, weißt du? Ja, können wir lachen, das ist aber das ganze Leben ist irgendwie bedrückend und sehr interessant. Dann nochmal bedrückend. Ja. Noch die alte Granate rum. Ja, das trifft immer von der Deko, ne? Attention. Donc, vous aviez devant la façade un grand mur de masquage. Un grand mur, un très haut, d'accord? Donc voilà. Donc c'était l'entrée de guerre. Et puis la chambre des commandes. Die, die Kranke drin gelegen. Non, l'avant-dernière, après le
Und ich habe jetzt gerade die Kamera zu. Ja. Excuse me, please. Thank you. So. Jetzt will ich das mal gerade mal testen. Scheiße. Das gibt kein Millimeter noch. Das reicht aber gerade alles auch, ne? Passt aber auch gerade alles an. Ah. Ja, ich schon. 5 und 6. In der Bibliothek. Da war die Brieftaube drin. Das war halt damals die Nachrichtenübermittlung mit Brieftaube. So steht. 5 bis 6. Kann man doch, oder? Ist das mal offen? Da gehst du in die Toilette. Toiletten? Und schießt mit der Magazine. Verbindungsschacht. Tata. Ah gut, hier innen ist nichts. Hat's erledigt. Nö. So, über geht's wieder die Treppe hoch und da ist eine Gittertür, wo abgesperrt ist. Ja. Da. Na gut, da habe ich ja von außen schon drin gefilmt. Ja. Der Treppe ist alles von der Deckgranate. Ja, ja. Aber das wird nicht. Hier glitsche ich auf der Treppe. Was ist hier dran? Hallo, guten Tag. Machen wir doch nicht schon? Da geht der Pfeil. Da ist das Krankenzimmer, da waren wir drin. Thank you.
trotzdem einfach so eine Kasematte von Ruhe, wo man 2,7 cm Kanonen drehen kann. Ja. Das ist mir schon wieder leider dort. Ah nein, hier ist eh nichts. Da ist nur ein Gang. Nein, nicht was? Und wo wir ja leben? Das sind wir ja, wir müssen die Kanonen folgen. Und wo wir ja leben? You can go? Thank you. Thank you. Aber sind Sie Deutsch? Ja. Ja, ja. Ja. Danke, danke. Also, let me pass. Ich bin so dunkel, sehe ich nichts. Was steht da? Kanon. So, hier waren wir. Sind wir fertig? Ja. Ich habe gesagt, es ist nicht so groß. Haben wir alles gemacht, was da drin steht? Hinter den Mauern dieser Kapelle hat man einen Soldaten bestattet. Das so haben wir ja. Ja. Ja, ja. Da geht es da hinten noch runter. Aber das ist das gesperrt. Ja, das ist auch gesperrt, da habe ich schon geguckt. Guckst du mal, ja. So, sonst du. Was ist das jetzt gewesen, ne? Gehen wir raus. Ja. Mal hier.
sehen wir uns mal in der Umgebung ein bisschen um, damit man das Ganze auch mal bei Tageslicht sieht. Wunderschönes Wetter heute, passt genau. Und dann ja, schauen wir mal, was wir hier zu entdecken können. Das ist schon interessant, wie sich jetzt da diese kleine Tümpel bilden. Das ist mit Sicherheit ganz interessant für so manches Wasserlebewesen. Was auch, da ist nur ein paar Kuh dabei. Ja, da hat schon alles in den Schützengräben da gesammelt im Laufe der Zeit, ne? Sammelt sich das ganze Regenwasser drin. Ich die falscher fotografiere. Ist doch schön hier. Ja. Frühlingsblüht, heute ist so erster Frühlingstag. So, wir sind da hier ganz alleine. Also kein anderer Besucher außer uns. Ist ja Mitte in der Woche, das ist praktisch. Also wir haben auch keinen Tourismus hier. Vielleicht ist ja auch schon jemand bei uns, der uns was zu sagen hat, uns was sagen möchte, mit uns in Kontakt treten möchte. Kann ja gerne in die Kamera sprechen. Das können wir später wieder abhören. Wie das so mit dem Moos so urig aussieht, gell? Es kommt nachts im Dunkeln bestimmt gut rüber. Ja. Grünt und blüht, zwitschert und summt überall, ne? Komm mal, Schlüsselblümchen. Sind wir keine Spaziergänger da? Das ist schon gut. Ist denn jemand hier? Ob Deutsch oder Französisch, ist egal. Der vielleicht ja, ein paar Worte zu sagen hat.
Wir haben ja hier sehr viele Geräusche um uns herum. Da könnt ihr Benutzer für eure Stimmen zu bilden. Wir haben Windgeräusche und wir haben jede Menge Vögel. Also hier ist der Wald auch sehr naturbelassen. Weil da geht auch kein Waldarbeiter, glaube ich, freiwillig rein. Es besteht heute noch die Gefahr, dass da irgendwelche Munitionsteile, auch Granaten herumliegen, die halt nicht weggeräumt wurden. Und es werden auch heute noch tote Soldaten von damals geborgen bei Arbeiten. Die Qual der Wahl, ne? Ja. Das ist hier auch so Weg. Stimme. Hast du Stimme gehört? Ja. Minute, das ist sehr angenehmer Klang. Weil hier geht ja so ein Pfad rein. Dass wir da zu den Schützengräben. Aber die Richtung finde ich gut, weil haben wir ja letztens gesehen, von oben runter, wo wir vorbeigefahren sind, mit den Schützengräben, ne? Ja, ja. Vielleicht wollt ihr mal was erzählen.
das damals da war. Wir hören euch gerne zu. Wir werden uns auch noch den ganzen Tag auf dem Gebiet aufhalten. Und wenn ihr mögt, auf dem Gebiet aufhalten. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne später noch zu uns stoßen und uns was erzählen. Wir sind wie immer mit Respekt und friedlichen Gedanken unterwegs und bei uns darf sich jeder melden, der gerne was sagen möchte. Und da guckt ihr mal den Baum hier an. Ne? Das kommt jetzt auf der Kamera nicht raus, weil der ist alt, knorrig und moosüberwachsen. Und da oben sind noch Misteln. Und das sieht so mystisch aus. Mäcki hat eine coole Jacke an. Ich habe deine schon abgefilmt. Ja. Der Andi hat auch eine coole Jacke an. Das sind noch die alten Befestigungen von damals. Menschen? Ja, das haben die da gemacht, damit das Erdreich nicht nur innen sackt. Kräftiger Soldat dürfte man hier nicht sein.
so. Wenn ihr mögt, könnt ihr das wieder in die Kamera sprechen. Das können wir dann nachher abhören. Und die Maggie, da vorne geht der Andi. Das sind jetzt so alte Schützengräbe hier. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein damals? Ich glaube, die gehen Kilometer weit. Ne? Ja. So, wenn jemand hier ist, der kann ruhig gern was sagen. Einfach in die Kamera reinsprechen. Ich habe diese Seite gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ne? Ich dachte eher auf der anderen Seite runter. Ja, ja. Aber. Und auch auf dem Weg nicht direkt durch den Schützengraben, aber das ist schon ein heftiges Gefühl, ne? Weiter Schützengrabe, mehr in diese Richtung schützt. Also da sieht man, da hat er eine Granate eingeschlagen. Ich hoffe, man kann es auf der Kamera erkennen. Da oben ist auch eine Bank, wo man sich hinsetzen kann. Ich bin gespannt, wo wir hier rauskommen, ne? Ja, hier kommst du da raus, dann kannst du da runtergehen. Da kommst du wahrscheinlich da unten auf die Straße. Und da lang? Und da lang wird es wahrscheinlich noch tiefer gehen, weil du von vorne an. Zu dem Monument. Genau, weil du da wahrscheinlich immer rauskommen. So, gehen wir mal gerade hier entlang. Ich glaube, hier wird es immer interessant, eine PU zu machen. Ja. Weil da kommt uns mit Sicherheit keiner vorbei. Die Felsen da vorne. Ist das das, was man von der Straße aus gesehen hat? Ja. Genau. Gehen wir hier. Oh, ich muss aufpassen, gucke lauter so Stahldinger da aus dem Boden raus. Da unten der Eingang. Ja. Nicht, dass wir da Andi am Spieß haben oder also der Maggie am Spieß. So. Heute gucke auch so Stahlspitze aus dem Boden. Pass auf, wo du hintrittst. Also hier unten ist er, soweit ich das erkennen kann, die Decke schon eingestürzt.
Gut, da geht's aber eh nicht mehr weiter dahin. So, hier ist das Teil auch schon zusammengestürzt. Versuchen wir hinzukommen. Ja, da kommt man auch gar nicht rein. Will man auch gar nicht rein. Achtung, überall Löcher, ne? Ja, ja. Gehen wir gerade rüber. Ja. Bietet sich ja an, ne? Ja. Also manche Exkursion, die wir so veranstalten, bitte nicht unbedingt nachmachen. Ja, ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen niemals alleine, ja. Weil die Verletzungsgefahr ist hier sehr, sehr hoch eigentlich, wenn man da allein ist. Wenn man da mal irgendwo dumm hintritt und stolpert oder ausrutscht. Dann findet dich keiner mehr. Da geht nämlich ein Weg am Schützengraben entlang. Das sind die Befestigungen, was gemeint haben. Ja. Ja, das haben die dort dran geschraubt oder was auch immer. Und ja, das oben ist es halt weggegammelt im Laufe der Zeit jetzt. Aber hier sieht man es noch relativ gut. Und das verhindert eigentlich, dass das Erdreich noch immer sagt. Ja. Ja, dass das hält. Mit dem Kabellabe. Und nun dann ging es bergab für den Andi. Ich krieg Gänsehaut. Ich kriege richtig Gänsehaut, mir läuft das eiskalte Rücken runter. Mhm. Ja, das ist ja auch schon unverschämt von dem Baum da, ne? Musst du ausweichen, Ausweichmanöver starten. Ja. Ganz schön dreist. Wächst da mitten im Weg. Wie gesagt, wenn jemand bei uns ist, ihr könnt euch gerne bei uns melden, wenn ihr mögt. Kann auch sehen, dass ich geschützt bin. Mal weitergehen. Hallo, ist jemand da? Sag mal bitte deinen Namen. Vielleicht weißt du deinen Rang noch. Hier unten sieht man auch die Einschlaglöcher von der Granate. Ja. Diese typisch-artige Landschaft, ne? Ja. Ja, es war halt hier war der Hauptpunkt, die haben da unten geschossen, die anderen von unten hoch.
Das ist ein Riesenkrater da immer. Der ist ein Krater, den man wahrscheinlich auch auf der Actioncam noch gut erkennen kann. Das war Kaffee Fensmann, wo du ihn geschlagen hat, ja. Ja, mal hier weiter reingehe. Mal schauen, ob er noch was von ihm sieht. Ja, der Kopf guckt noch raus. Jetzt. wo, Kuckuck. Ja, aber das ist schon tief, ne? Ja. So, also hier unten ist jetzt alles mit Schotter ausgelegt. Da muss man auch mal so sehen, damals, wenn es hier nass war, war alles matschig und mit Wasser unterspült. Und ja, diese schönen Holzbretter gab es wahrscheinlich auch nicht. Haben sie jetzt ja auch nur hierher gemacht, dass das Ganze nicht abrutscht. Genau. So, drüber geht's weiter. Ein Mahnmal für alle, das leider nicht beachtet wird. Ja, das stimmt. Und heutzutage immer noch nach Krieg geschrien wird. Ja. Und wie wir schon so oft sagten, die Menschheit sollte doch eigentlich viel weiter sein als sowas, ne? Aber Macht und Geldgier stellt sich über jegliche Vernunft. So, drüber geht's weiter. Ja. Diese Landschaft, diese Folge der Zeitgeschichte und dann sind die Vögel und ja. Die Natur, die neu erwacht. Ne? Und wir wissen ja gar nicht, wie viele Soldaten eigentlich hier noch liegen. Irgendwo ist in dem Hügel drin, die man noch gar nicht gefunden hat. Wenn jemand hier ist, kannst du mir sagen, ist dein Körper noch hier irgendwo begraben? Ja. Ja, gut. Das haben. Was kennen vielleicht die zwei Frauen sind, wo wir gesehen haben? Das ist nach ah, okay. Oder die beiden Bäume hier. Zwillingsstämme, ja. Ja, die verschlingen. Ne, das ist ein eigenständiger Baum. Ein ja. Zwillingsstamm und ein eigenständiger Baum, der sich mit dem einen verschlungen hat. Richtig, ne, der hat sich so verschlungen, guck mal. Schön. Ob das nicht mal ein Zeichen ist, ne? Dass man, egal wie man aussieht, doch zusammenhalten soll. Ja, die stützt sich gegenseitig jetzt ab.
Zitronenfalter. Ja. Ja. Ich habe schon ewig keine mehr gesehen, Zitronenfalter. Ich bleibe ihn schon ganze Zeit vorhin auch. Ich habe Stimme ewig gehört. Aber von oben kann es sein, dass das da. Also falls man es auf der Kamera hört, wäre es jetzt einfach nur als Stimmendeckler qualifizieren. Und muss man genau hinhören. Ja, es ist halt hellig der Tag, ja. Ja, trotzdem. Also Leute, wenn man jetzt was drauf spricht, tut am besten flüstern, weil das kann ich dann zwischen der anderen Stimme raushören. Ja, ich habe eben Stimmen gehört, aber ganz laut. Dankeschön. Aber da oben fahren auch Autos rum oder was? Ja? Ja, aber die Autos reden ja nicht. Ich gehe jetzt mal voraus, dass französische Autos nicht sprechen können. Ja, aber wir werden ja begleitet. Wir hat sich ja unten schon jemand gemeldet. Ja, und hier auch. Sieht man schön. Die Löcher da am Boden. Das ist nicht Stimme aus der Entfernung, aber wo man eben gehört hat. Hundegebell. Ja, ja. Das scheint so ewig so weiter zu gehen. Ja. Ich schätze, dass das uns das ganze Vor drumherum geht. Ja. Wieso wachsen die Bäume hier mitten im Weg? Thank you.
Hier geht auch noch einer runter. Gehen wir jetzt nicht. Hier geht es, glaube ich, stundenlang gehen, nur in Schützengräber. So. Aber da können wir heute Abend auch gerne nochmal durchlaufen. Ja. Vielleicht immer mal noch Halle-Session machen. Haben wir hier ein paar Ikscher. Da haben wir unsere Ruhe. Sehr schön. Oh, da oben ist die Straße. Ist das Wenn es geht, ja. Aber das letzte Stück ist jetzt auch noch durch den Schützengraben. Das muss jetzt sein. So, das war jetzt unsere Tagesbesichtigung. Da gehen wir heute Abend wieder her. Und werden hier heute Abend in den Schützengräben von Verdun, werden wir, das wäre ein guter Titel, ne? Ja. Die Schützengräben von Verdun. Ja, passt gut. Ja. Ja. Und dann werden wir hier eine kleine PU hier machen. Ja. Hoffentlich mit weniger Mücken. Ja, bis dahin. Ja. Okay, schalten wir mal. Abschalten.